In diesem Video zeigen wir dir die wichtigsten Eigenschaften und Funktionen von Pinion Smart Shift, unserer neuen elektrischen Getriebeansteuerung. Hallo, ich bin Dirk von Pinion und herzlich willkommen zum Startup-Video für Pinion Smart Shift. Pinion Smart Shift ist neu ab diesem Jahr und bereits ab Ende des Jahres in ausgewählten E-Bikes erhältlich. Pinion Smart Shift besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die Schnittstelle am Lenker ist der neue TE1E-Träger. Er ist speziell von uns für das Smart Shift-System entwickelt worden, ist super kompakt, bietet knackiges Feedback und herausragende Ergonomie. Die Smart Shift-Box übernimmt das elektrische Schalten im Getriebe. Feine Sensorik erkennt die Trittfrequenz des Fahrers und ein E-Motor mit Reduktionsstufe übernimmt die Drehung der Nockenwelle im Getriebe. Der nächste Gang ist sofort eingelegt, das passiert sehr harmonisch und innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde. Pinion Smart Shift Getriebe basieren auf der C-Linie und sind mit einem I gekennzeichnet. Sie unterscheiden sich im Aufbau von der P- oder C-Linie darin, dass die Schaltmechanik etwas verändert ist und vor allen Dingen die Getriebe auf die Sensorik ausgelegt sind. Ein Nachrüsten von Smart Shift an bestehenden Getrieben ist aus diesem Grund nicht möglich. Wie bereits erwähnt, ist Pinion Smart Shift voll ins E-Bike integriert. Sobald du dein E-Bike anschaltest, kannst du sofort losfahren. Der aktuelle Gang wird dir im E-Bike-Display angezeigt. Pinion Smart Shift musst du nicht einstellen, anlernen oder kalibrieren. Es ist ab Werk auf das Pinion-Getriebe abgestimmt. Auch im Betrieb ist keine weitere Justage notwendig. Um aber das System optimal an dich und an deine Ergonomie anzupassen, gibt es folgende Möglichkeiten. Stell dir vor der ersten Fahrt den Schalthebel so ein, dass er ideal zu deiner Griffposition passt und beide Hebel gut erreichbar sind. Achte darauf, dass durch die Einstellung des T1 keine anderen Bauteile, wie zum Beispiel der Bremshebel, kollidiert. Auch die Tastenbelegung für das Hoch- und Runterschalten am T1-Trigger ist über das E-Bike-Menü individuell einstellbar. Wie du hier vorgehst, entnehme bitte deiner Betriebsanleitung des E-Bikes. Um nach einem Stopp an der Ampel wieder mühelos und sicher durchstarten zu können, gibt es bei Smart Shift die Funktion Start Select. Hierbei schaltet das System automatisch in den von dir vorher ausgewählten Startgang zurück. Diese Funktion ist im E-Bike-Menü hinterlegt und auch die entnimmst du der Betriebsanleitung deines E-Bikes. Bevor du losfährst, lass mich noch schnell erklären, wie Smart Shift funktioniert und was du beachten solltest. Smart Shift ermöglicht, einen oder mehrere Gänge schnell hintereinander zu schalten. Im Stand, während der Fahrt und auch unter Last. Um ein E-Bike effizient und ergonomisch zu fahren, ist die Trittfrequenz sehr wichtig. Diese sollte nicht zu niedrig sein und bei ca. 60 Umdrehungen pro Minute liegen. Wenn du während der Fahrt schaltest, schaltet Smart Shift ganz gezielt in den weniger belasteten Kurbelstellungen. Dann, wenn die Kurbeln den oberen oder unteren Punkt durchlaufen. Bei niedriger oder keiner Trittfrequenz schaltet das System bei jeder Kurbelstellung. Schalten unter hoher Last ist mit Smart Shift jederzeit möglich. Wenn dann die Schaltklinke einrastet, ist es auch schon mal deutlich hörbar. Das ist aber kein Grund zur Sorge. Pinion-Getriebe sind extrem robust und halten hohen Kräften dauerhaft stand. Wenn du im Stand mit dem Fuß auf dem Pedal schaltest, dreht sich die Kurbel immer um ein paar Grad weiter. Das ist vollkommen normal und passiert zum Beispiel auch bei Start Select. Wenn du die Pedale zu stark belastest, kann der Schaltvorgang allerdings abgebrochen werden. Alle Smart Shift Komponenten sind spritzwassergeschützt und können im Rahmen einer Bikewäsche ganz normal mit abgewaschen werden. Hochdruck- oder Dampfstrahler sowie aggressive Reiniger darfst du nicht verwenden. Auch bei Smart Shift Getrieben wird ein Ölwechsel spätestens alle 10.000 Kilometer fällig. Dies übernimmt ein Fachhändler vor Ort. Auch andere Serviceleistungen wickelst du direkt über deinen Fachhändler ab. Dieser steht im direkten Kontakt mit uns. So werden Servicearbeiten auch aus der Schweiz oder aus Nordamerika direkt mit uns abgewickelt. Wenn es mal ein technisches Problem mit Smart Shift geben sollte, erkennst du das an der rot leuchtenden LED an der Smart Shift Box. In diesem Fall wendest du dich einfach auch an deinen Fachhändler vor Ort. Pinion Smart Shift gibt es zum Marktstart in ausgewählten E-Bikes. Weitere Modelle werden folgen. Eine aktuelle Übersicht findest du immer auf der Pinion Bike Selection unter pinion.eu.
Frag auch gern deinen Händler vor Ort nach einer Probefahrt. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß auf der ersten Tour mit deinem E-Bike mit Pinion Smart Shift. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Alles Gute, bis bald. Tschüss.